Nachdem wir uns den Trollstigen, den Geiranger Fjord sowie den Berg Dalsnipper angeschaut und einige Blaubeeren sowie Pilze gesammelt hatten, ging es nun weiter zum Jorunnfjord. Unser Weg führte uns durch einige Tunnelbauwerke in Richtung Strün. Oha, wenn hier ein LKW entgegenkommt, kann es schon recht eng werden. Auf dem Weg nach Strün kommen wir an vielen wunderschönen Gewässerabschnitten vorbei. Nach Strün ist unser nächstes Zwischenziel wieder einmal der Ort Grodeurs am tiefsten See Europas. Dort wollen wir ent- und versorgen, tanken sowie einkaufen. Die tiefste Stelle des Sees Horningsdal-Vatnet wird mit 514 Metern angegeben. Wir konnten hier direkt am See auf einem kleinen, ruhigen Parkplatz übernachten. Und im dazugehörigen Park haben wir diese Fliegenpilze entdeckt. Wunderschön. Wir haben heute den 30. August und fahren jetzt nach Kalvatem. Mal sehen, wie es da aussieht. In Kalvatem auf dem Campingplatz haben wir eine Nacht verbracht und die große Wäsche gemacht. Zudem haben wir noch Blaubeerkompott gekocht. Und hier haben wir unseren Leckerbecher. Vanillesoße, Blaubeerkompott und Schlagsahne. Nun sind wir mal wieder in Vidal am Jorunnfjord angekommen. Ein wirklich sehr schönes Panorama und ein guter Stellplatz zum Angeln. Schauen wir doch mal, was sich hier so ergibt. Petra hat sich auf unserer Seeterrasse in die Sonne gelegt und ich schon mal die Angel ausgeworfen. Es dauerte gar nicht lange und wir konnten uns über zwei schöne Fische freuen. Diesen schon recht großen Seeigel haben wir mit der Grundangel aus dem Wasser gezogen. Auch dieser prächtige Lippfisch hat den Köder genommen. Er wird aber gleich zurückgesetzt. Hier ein weiterer Lippfisch. Achtung, Lippfische stehen in Norwegen unter Schutz und müssen zurückgesetzt werden.
Abends wurde dann mit kräftiger Laufbleimontage und Fischfetzen auf Konga geangelt. Die Bisse kamen eigentlich in ausreichender Anzahl, aber es gab einige Hänger. Tja, aber diesen kleinen Burschen konnten wir dann doch landen. Kleiner Konga. Nun haben wir den Konga in ca. 3 cm breite Karbonadenstücke geschnitten, um diese im kleinen Kastengerät zu räuchern. Das grätenreiche Schwanzstück haben wir hierbei nicht verwendet. Und nach ca. 25 Minuten konnte sich das Ergebnis wirklich sehen lassen. Und es entfaltete sich schon ein leckeres Aroma. Das sieht gar nicht schlecht aus. Nun sind wir ja mal gespannt, ob es auch schmeckt. Und tatsächlich, die Konga-Stücke waren richtig lecker. Näheres über Fang und Verwertung eines größeren Kongas zeigen wir in unserem Video Abenteuer Norwegen – Konga, Chaos und Genuss. Nach 2 Tagen nahmen wir einen Platzwechsel vor. Es fiel uns gar nicht leicht, diesen interessanten Platz zu verlassen. Aber wer weiß, was sonst noch auf uns wartet. Schauen wir mal. Nach ca. 30 Minuten Fahrzeit sagte uns ein kleiner Stellplatz direkt am Fjordufer zu. Hier werden wir heute mal bleiben und versuchen, ob es hier irgendwie möglich ist, einen Fisch zu fangen. Schauen wir mal. Und tatsächlich, nach mehreren Weitwürfen nahmen doch noch einige Makrelen, Kleinpilger und Fliegen an. Inzwischen haben wir unsere Makrelen filetiert und wollen uns an der frischen Luft ein leckeres Mahl brutzeln. Wir haben die Makrelenfilets gründlich gesäubert und trocken getupft. So, ein schön bisschen salzen erstmal nur. Das andere Gewürz kommt später. Dann noch melieren und ab in die Pfanne. Den Curry noch rauf. Nach Geschmack natürlich. So, nun sind unsere Makrelenfilets fertig.
wunderbar. Auch hier rauscht gleich neben uns ein großer Gebirgsbach munter in den Fjord und sorgt so für einen ganz besonderen akustischen Rahmen. Das Brutzeln mit diesem kleinen Gaskocher funktioniert natürlich nur bei Windstille. Wenn das nichts ist. Ja, unsere leckeren Curry-Makrelenfilet mit Kirschtomaten und Lauchzwiebeln. Rustikal und einfach, aber lecker, lecker, lecker. Und gleich nebenan weideten einige Ziegen. Wobei eine Pech hatte und Richtung, ja, Bach stürzte. Hat sich aber wohl nichts verletzt und schaut etwas verdutzt in die Welt. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Ihre Artgenossen schauen doch etwas irritiert zu. Dieser Angler genießt die Windstille und den Sonnenschein auf dem Fjord. Und nach dem Essen wollen wir schauen, ob sich hier heute noch andere Fische an die Haken lockern lassen. Und wenn ich etwas behäbig auswerfe, spornt Spikey mich lebhaft an. Oh, hau, 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 jetzt haben wir tatsächlich einen Kalmar gefangen. Welch eine Überraschung, da habe ich hier vom Ufer aus gar nicht mit gerechnet. Der Kalmar hat bei nur etwa 10 bis 15 Meter Wassertiefe den Kleinpilker am Makrelenpaternoster richtig genommen. Der hat ganz schön gekämpft. Ja? Ja. Der hat immer den Rückwärtsgang eingelegt. Ja, ja. Nun wollen wir den Kalmar gleich für die Küche vorbereiten. Dazu wird nach dem Töten erst einmal die Tinte entfernt. Da wundert man sich, wie viel von dieser schwarzen Brühe so ein Tier ausstoßen kann. Und so ließen wir uns am nächsten Tag ein leckeres Kalmargericht direkt am Fjord schmecken. Mmh. Welch ein Genuss in dieser herrlichen Umgebung. Und wieder geht es einem neuen Ziel entgegen. Die nächste Etappe führte uns dann nach Seebö, ebenfalls am Jörnfjord gelegen. Wir sind jetzt in Seebö angekommen und haben einen guten, kostenlosen Stellplatz mit guter Aussicht nahe am Wasser gefunden. Zunächst schauen wir uns die Kirche sowie den kleinen Hafen an. Hier kann man von der Hafenanlage sowie von einigen Anlegern recht gut angeln.
Ein Supermarkt sowie ein Campingplatz stehen zur Verfügung. Am nächsten Tag haben wir nicht weit vom Ort einen kleinen Tagesparkplatz an einem privaten Minihafen gefunden. Auch hier werden wir bei sehr schöner Aussicht von einem wunderbaren Wetter verwöhnt. Dabei kam auch frisch gefangener Fisch in den Rauchkasten. So konnten wir uns mal wieder über frisch geräucherte Makrelenfilets freuen. So, wir haben heute den 7. September und nochmal ganz herrliches Wetter. Nutzen wir den Tag. Morgen geht's zurück Richtung Heimat. Auch die Passagiere der Hurtigruten genießen das herrliche Panorama dieser Fjordlandschaft. Tja, und am nächsten Tag ist es soweit. Es geht weiter in Richtung Süden. Nachdem wir über Strün bis zur 15 zurückgefahren sind, soll es jetzt auf dieser Straße, meist am Fluss Otter entlang, über Lom zum Ort Otter gehen. Hier im ausreichenden Abstand von der Straße wollen wir die Nacht direkt am Fluss verbringen. Einige Rotkappen haben wir hier auch noch gefunden. Am nächsten Morgen ging es dann weiter in Richtung Lom. In Lom schauten wir uns die alte Stabkirche an, ein imposantes Bauwerk. Und weiter ging es auf der 15 in Richtung Otter. Ja, diese Straße bietet wirklich wunderschöne Eindrücke. Hier verbringen wir auf einem Rastplatz am Fluss unsere Mittagsruhe. Natürlich mussten auch wir die am Rastplatz befindliche schwingende Hängebrücke betreten. Und dann ging es auch schon wieder weiter.
und immer wieder verwöhnt uns der Fluss mit tollen Eindrücken. So, wir sind jetzt schon ein ordentliches Stück weiter in Richtung Süden vorangekommen und befinden uns jetzt auf der 255. Auch hier schauen wir uns gerne die eine oder andere Kirche an. Und immer weiter geht es jetzt Richtung Schweden. In Schweden haben wir während einer Rast noch einmal schöne Steinpilze gefunden. Wunderbar. Bevor der Fährhafen in Trelleborg erreicht war, verbrachten wir noch einen Tag und eine Nacht in der Nähe von Halmstad am Meer. Hier lassen wir unsere lange Skandinavienreise in Ruhe ausklingen. Dabei tut ein Spaziergang ohne Schuhwerk im Strandbereich besonders gut. Ja! Herrlich, herrlich, welch eine Erfrischung. Und Spikey ist jetzt nach dem Herumtoben im Wasser und am Strand doch etwas ruhebedürftig. Den letzten Abend in Schweden verbringen wir in einem kleinen Hafen in der Nähe von Trelleborg. Ja, welch herrlicher Abschied von Skandinavien. So, wir verlassen jetzt hier den Hafen von Trelleborg. Laufen wir gleich in den Hafen von Rostock-Warnemünde ein.